Guten Morgen. Achem, wie geht's dir? Die Zuschauer sind auch direkt dabei. Grüß euch. Moin, moin. Ja, wie ihr seht, wir haben hier unser Büro eingerichtet, teilweise. Es steht hier noch rum, das ist ja klar. Aber es wird. Ich würde sagen, wir gucken noch mal rein hier in die Ergebnisse der Japan-Auktion der letzten Nacht. Wer bietet denn hier immer mit? Wer kauft denn die ganzen Drecksdinger hier? Hallo! Ja, Leute. Wir haben ein neues Fenster bestellt. Hat tatsächlich einen Glaser kommen lassen. Hier sind einige Fensterscheiben kaputt gewesen, unter anderem die, die ich gerade eingeworfen habe. 14 Scheiben. 4.500 Euro wollte der, glaube ich, haben. Ich glaube, das ist fair. Also ich glaube, das ist ein fairer Preis. Bloß, man kann es ja auch selber machen. Und ich habe jetzt hier mal so ein paar Fensterscheiben bestellt. Für, ich glaube, 50 Euro das Stück. Und ich meine, das ist hier einfach so eingeklebt mit Silikon. Das werden wir selber hinbekommen, oder Artem? Zumindest probieren wir es. So, viel Spaß mit dem Video, Freunde. Daumen nach oben. Let's fucking go. Mega, zack. Guck mal, Artem hat hier ein Werkzeug gebastelt aus so einem alten Meißel. Schön angespitzt und jetzt wird hier einfach der alte Kram runtergekloppt. Ja, das ist eine Arbeit schon eine halbe Stunde. Komm, machen wir selber, Artem, die Scheiße. Alter, das fliegt doch alles da rein, ne? Meine Güte, gönn dem Glaser doch sein Gehalt, ey. Meine Güte. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass da irgendwie so ein solider Rahmen runterkommt. Klar, unten ist ein bisschen braun, aber von der Substanz her ist es top. Also ehrlich, hätte ich nicht gedacht. Und ich sehe gerade, der Kameraakku ist mir. Blinkt schon. So, auf jeden Fall habe ich Scheiben besorgt. Erstmal hier so eine Dings. Einer von den Handwerkern, die letztens da waren, hat mir dazu geraten, dass man das hier auf den Metallrahmen noch raufkleben sollte, auch wegen Schwingungen und Vibrationen und so. Das haben wir natürlich professionellerweise jetzt gemacht und dann habe ich mir Fensterausschnitte zuschicken lassen, die allerdings auch nur Pi mal Auge ausgemessen sind, weil vorher war ja das Silikon drauf und dann konnte man natürlich nicht genau sehen, wie groß auf den halben Zentimeter genau das Fenster jetzt ist. Das heißt, ich hoffe, es passt. Und was so rein hier? Mhm. Zuerst kommt ein Buch. Ableben. Wie viel ist bei dir? Okay, jetzt egal. Hör mal! So, Fenster ist drin. Ich würde sagen, wir haben das ganz gut gemacht. Haben jetzt hier mit so einem Fenstersilikon versucht, das hier zu imitieren. Hatten aber zu wenig Material. Ich habe ein bisschen jetzt noch nachbestellt. Erstmal einmal rum, damit das Fenster quasi dicht ist und drin sitzt. Und dann wird nachher nochmal eine zweite Schicht von dem dicken Zeug hier einmal um Rand geschmiert. Und dann ist das Ding, ist auch top hier, haben wir selber gemacht. Schön 350 Euro Arbeitslohn gespart. So muss das laufen, Freunde. Ich muss sagen, so ab und zu so ein paar handwerkliche... Mal. Tickst du? Man tickt, der tickt doch nicht mehr ganz richtig. Du tickst doch nicht mehr. Wer sitzt hat? Wer ist das hier? Ich glaube, wir müssen tanken. Artem. Was ist? Kannst du mal ein bisschen mit Last anfahren, damit die Leute es nochmal richtig hören? Bisschen mit Last? Leute, Freunde, hier. Komm mal. Nee. Was, nee? Das mit tanken meine ich ernst. Wie? Was? Ja, du musst die Tür zumachen wahrscheinlich, du Kasper. Kann er das schon? Gib Gas. Kann das ein Mercedes? Warte mal, jetzt nimmt der ehrlich kein Gas an?
Nimmt ihr ehrlich? Ja, gut, okay. No joke? Ja, gut, kannst du ausmachen. Dann kriegen wir ihn nicht mehr an. Hä? Dann kriegen wir den hier nicht mehr an. Ja, so war das ja nicht geplant jetzt hier mit dem Video. Ach, scheiße. Ja gut, dann musst du einmal Benzin da reinfüllen. Bitte. Und haben wir noch Benzin? Ich glaube ein paar Liter, ja, wenn ja. Das für den reicht. Ja, gib Gas. Ah, der braucht Futter. Mhm. Der braucht richtig Futter. Das sind E10 in den Gehrüsseln. Fossile Brennstoffverwertung. Bisschen Benzin schnüffeln, damit die Ideen kreativer werden. Also ich finde, die Ideen in diesem Video sind top kreativ, Artem. Ich weiß nicht, was du da zum Mangeln hast. Absolut nichts. Halt mal drauf hier. So, okay, Spaß beiseite, Freunde. Ich würde sagen, wir fahren das Ding mal rein neben die andere G-Tonne. Dann zeige ich euch die Mappe nochmal hier. Dann können wir drüber reden. So, Freunde, hier haben wir den G500, den wir vor einigen Wochen zusammen durchgeschraubt haben auf dem Kanal und höher gelegt haben. Und ich finde es sehr interessant, weil wir jetzt endlich mal hier einen Vergleich anstellen können, 1:1 eigentlich, wie sich die Höherlegung so ausgewirkt hat. Also ich glaube, es wird gut ersichtlich durch den Abstand vom Kotflügel zum Reifen. Es sind die gleichen Reifen- und Felgendimensionen. 9,5 x 20, 2,75 irgendwas. Bloß halt hier mit der Brabus-Felge und damit der AMG-Felge. Und ich finde, wie gesagt, man sieht, die OAC-Höherlegung wirkt Wunder. Das Auto wirkt so viel höher, so viel brachialer. Hier natürlich eher Richtung sportlich, wobei das ein bisschen versaut wird durch die Reifen, die drauf sind. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, auf eine G-Klasse in Originalhöhe so eine Pellen hier drauf zu ziehen. Die kommen auf jeden Fall runter und die Originalfelgen kommen wieder rauf. Ansonsten Kaufberatung in verschiedenen G-Klasse-Generationen vielleicht auch ganz interessant. Wobei die sich ja natürlich alle nicht im Originalzustand befinden. Also hier ist eigentlich die Front dran. Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Kühlergrill. Die original bei diesem Fahrzeug ist. Ihr seht, das ist identisch. Die ist original, bei dem sieht das ein bisschen anders aus in 2006 noch. Hier ist wiederum die AMG-Stoßstange dran vom G63 ab Baujahr 2013. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Motortechnisch oder generell technisch sind die auch komplett unterschiedlich. Wir haben hier noch den M113 5 Liter Sauger, den guten alten bekannten Dinosaurier-Motor von Mercedes aus Ende der 90er. Und hier haben wir schon den M273 Motor, das ist ein 5,5 Liter Saug V8, auch sehr solide, hat anfangs ein paar Kinderkrankheiten gehabt. Hier allerdings Baujahr 2010 hat er die schon nicht mehr. Das war hauptsächlich so ein Umlenkrad zum Beispiel vom Steuerkettentrieb ganz unten an der Kurbelwelle, was schlecht gehärtet war und was dann im Folge dessen schneller spitz geworden ist und die Steuerkette schneller gelenkt hat. Die gelenkte Steuerkette hat dann das auf die Nockenwellenverstelle übertragen und so durftest du dann irgendwann den ganzen Steuerkettentrieb austauschen, was bei so einem Auto mal schnell 6.000, 7.000, 8.000 Euro kosten kann. Die Probleme haben wir hier nicht mehr. Natürlich, es kann immer was passieren und wenn was passiert, kann es auch schnell teuer werden, eine fachgerechte Reparatur durchzuführen. Aber so muss das liegen, Freunde. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und hier mit diesen Autos kannst du viel gewinnen. Das bringt echt Spaß. Also gerade dieser Motor, der fährt sich nochmal deutlich spritziger. Also ich würde sagen, von der Haltbarkeit, vom Verbrauch sind die sehr ähnlich. Hier ist mehr Technik drin, die kaputt gehen kann. Aber von der Fahrbarkeit her ist das schon was ganz anderes. Also das ist so typisch Geländewagen, hat auch Leistung, ne? Also gerade für das Baujahr, so ein 5 Liter V8 im Geländewagen war ja... Aber hier, das ist schon sehr dieses AMG-Feeling. Ne? Also der hat einen sehr rotzigen Motor. Der Motor wurde auch zur gleichen Zeit entwickelt wie der M156, Hochdrehzahl-Motor von AMG. Und man munkelt, wenn ein Hersteller zwei V8-Motoren in einem ähnlichen Zeitraum entwickelt, dann ist da vielleicht konstruktionstechnisch auch das ein oder andere vergleichbar. Zumindest habe ich das bei Mercedes öfter so im Gefühl, dass sie sich das da einfach machen. Der Sechszylinder ist ja im Prinzip auch nur, also der M272 ist ja auch der M273 einfach gefühlt mit zwei Zylindern weniger. Und wie gesagt, vom Motorlauf her, von der Gasannahme sehr rotzig, sehr spontan, sehr, sehr geil.
Und bei der G-Klasse sind ja die Auspuffstränge komplett getrennt. Das heißt, jede Zylinderbank hat den eigenen Abgasstrang und deswegen kommt auch nochmal der geile Klang zustande bei den Dingern. Ja, schöner Monolog hier, Freunde. Ich muss sagen, so mit dem hier mit dem Reserverad hinten finde ich es auch ganz nett, aber der andere, gerade mit der Höhe, gefällt mir ohne immer noch besser. Innenraumtechnisch sind wir bei diesem Ding hier schon eine Infotainment-Generation neuer unterwegs. Wir sehen hier das W211 Mopf-Lenkrad, auch den Tacho hier schon unterteilt mit Drehzahlmesser. Hier das neuere Command drin, sieht man jetzt nicht, weil das schon Zubehörradio ist. Und beim alten haben wir noch die W211 Vormopf-Technik drin. Mit dem Lenkrad, dem Tacho, der hier so nur eine Skala hat, und dem alten, kleineren Command. So, genug G-Klasse-Laberei. Das Ding habe ich im Prinzip nur gekauft, weil es günstig war und weil man mit G-Klassen aus Japan sehr, sehr selten was falsch macht. Die sind einfach karosserietechnisch in einem so geilen Zustand, wie man sie in Deutschland einfach nicht bekommt. Also hier ist kein Rost dran, hier ist kein Gammel dran. Und so eine G-Klasse, wissen wir alle, die wird nicht weniger wert. Wir haben aber diese Woche noch eine Lieferung bekommen und das ist wirklich ganz was Feines. Und ich weiß, was du jetzt sagen willst. Oh, ein weiterer W222 S500. Aber nein! Ich erzähle dir jetzt ein Geheimnis. Die Marke Mercedes-Benz hat sich dazu entschieden, zur Markteinführung der W222 S-Klasse im Jahre 2014 auf dem japanischen Markt und auch nur dort ein Sondermodell herauszubringen, das limitiert ist auf 200 Stück. Und einer davon steht hier. Dieses Ding hat alles drin, was es an Ausstattung damals gab. Wie gesagt, es gab nur 200 Stück. Die gab es nur in Weiß, die gab es nur in Schwarz, die gab es nur mit diesen Felgen und die gab es nur mit dieser Innenausstattung. Genannt haben sie das Ganze Limited Sports Edition. Wie gesagt, es gab nur 200 Stück davon. Und am ehesten und am einfachsten ist das Ganze natürlich zu erkennen durch das wunderschöne aschegraue Holzfurnier, das sich hier durch den gesamten Innenraum zieht, was eine Designio-Ausstattung ist und was sonst so niemand bestellt hat in der S-Klasse. Wir haben eine für den 500er wirklich extremst seltene Ausstattung. Angefangen, natürlich Panoramadach, aber angefangen beim Alcantara-Dachhimmel, den wenige 500er haben, Designio-Holz komplett, wenige 500er haben, das ganz große Lederpaket, wo das hier oben nicht nur Kunstleder oder Lederoptik ist, sondern auch alles lederbezogen, ganz wenige 500er haben. Boom ist das Soundsystem natürlich, hier Lüftung, Sitzheizung ist ja fast schon Standard, 360-Grad-Kamera, Head-Up-Display. 2014 im 500er, sehr, 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 sehr selten. Und ja, einfach wirklich ein tolles Auto. Leder exklusiv, erkennbar hier an dem Rautenmuster. Die Designio-Sitze haben auch einige Fahrzeuge hinten drin. Auch volle Hütte, Rear Entertainment. Also jede Ausstattung für sich ist nicht so besonders. Aber alles zusammen in einem 500er ist schon was Besonderes, wirklich. Also das ist hier, gerade mit dem Holz, also dieses Holz wirst du nirgendwo anders finden. Und das hat wirklich schon 600er Vibes. Also du sitzt hier drin und fühlst dich wie in etwas ganz Exklusiven. Und noch exklusiver wird das Auto dadurch, dass es trotz seiner 10 Jahre, die es schon auf dem Buckel hat, Kilometerstand von 36.581 Kilometern erst hat. Das Ganze belegbar durch ein japanisches Scheckheft, was ich mit Google Lens übersetzt habe. Das heißt, das Auto war letztes Jahr erst bei Mercedes in Japan. Kilometerstand ist nachvollziehbar. Und das ist wirklich was sehr, sehr Freshes hier.
Dieses Auto war eigentlich gedacht als der Preis für die aktuelle Verlosung, Freunde. Das heißt, das aktuelle Gewinnspiel sieht ja so aus, dass sich der Gewinner eines von allen Fahrzeugen hier in der Halle, bis auf den Bentley, der es verkauft, aussuchen darf und dann mit nach Hause nehmen darf, mit Fahrzeugbrief, mit allem. Ich habe in einem Anflug von Benzingerüchen ja anscheinend hier im letzten Video gesagt, dass er sich einfach eins aus der Halle aussuchen darf. Aber natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass sich der Gewinner dann wirklich am Ende wahrscheinlich für das teuerste Fahrzeug entscheiden wird, also hoffe ich zumindest. Ich will den Manta nämlich wirklich nicht loswerden. Da liegen wir bei dem Auto zwischen 50.000 und 60.000 Euro und das ist natürlich schon wirklich eine Menge Holz. Gut, der G geht auch an die 50 ran und ich denke einfach, dass das genug Anreiz ist für denjenigen, so ein Ding halt zu nehmen, weil er es eventuell auch irgendwann wieder veräußern möchte. Und mir den Manta stehen zu lassen. Da haben mir ein paar Kommentare von euch Angst gemacht, aber ich stehe zu meinem Wort. Also der Gewinner hat hier weiter die freie Wahl. Wenn ihr noch teilnehmen wollt am Gewinnspiel, könnt ihr das gerne tun, aber nur noch bis morgen Abend, Sonntag 23.59 Uhr, machen wir alles dicht. Bis dahin zählt jede Bestellung. Am Ende wird einer zufällig gezogen und derjenige, wie gesagt, hat dann hier das goldene Los. WSV24 sichert euch 20% Rabatt. Wir haben ganz tolle T-Shirts, Hosen, Jacken, Westen, Taschen, hochwertige Parfums, wirklich gute Sachen im Shop. Das lohnt sich bei dem Rabatt eh schon zu bestellen. Und wie gesagt, hier mit der Aktion kann man, glaube ich, nicht toppen. Ich habe da auch sehr viel Zuspruch von euch bekommen, per Kommentar im letzten Video, bei Instagram, per Nachricht auch und so weiter. Möchte aber ganz klar dazu sagen, ich mache das hier nicht selbstlos. Ich bin nicht der heilige Samariter, sondern ich verspreche mir davon natürlich gutes Marketing, viele Verkäufe, viele neue Kunden, die denken, was ist das denn krasses? Komm, ich bestelle mal, probiere das mal aus, die dann auch feststellen, ey, das sind geile Sachen, die bleiben bei uns. Also unterm Strich mache ich damit Plus. Wir machen das ja auch nicht bei mir zum ersten Mal. Ihr macht genauso Plus, weil ihr bekommt geile Sachen und im besten Fall hier so eine Chance. Also am Ende gibt es bei der Aktion, so wie ich das sehe, nur Gewinner. Der Link zum Shop ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr teilnehmen wollt, let's fucking go. Wir schauen mal, was noch passiert. Vielen Dank euch fürs Anschauen des Videos. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.